Machen wir dich mal weg. Okay, also Stick und Stick. Und dich. Dich und dich. Und wenn wir das dann erledigt haben, dann kann ich ja keine. Nee. Dann ist rum. Dann kann ich noch Schotter einsammeln. Genau, das habe ich gedacht. Die sind dann ja üblicherweise relativ nah zueinander, aber ich sehe jetzt hier akut gerade nichts mehr, genau. So, dann können wir hier wieder abhauen. Was ist hier oben? Offenbar nichts. Da können wir noch ausleuchten. Bis auf Weiteres aber auch nichts. Es sei denn, wir sagen, hier machen wir mal weg. Nee, das sieht mir sehr sackgassig aus. Wunderbar, das begrüße ich sogar. Hier hinten geht es ja noch weiter. So, auf jeden Fall kann ich in dieser Höhle. Ja, irgendwas ist mit dem Schadensystem, also das passt nicht. Habe ich wieder wahrscheinlich irgendwelche Settings, so wegen Imba oder so ein Blödsinn. Na komm schon. Okay. So. Aber da hinten hatte ich quasi Metall an der Wand. Das würde ich ganz gerne auch mitnehmen. Die Erze sind seltener als die Kohlen. So. Na. Okay, dann gab es da noch. Kohle kann man da später noch holen. Es hört nicht auf. Nee, das hört echt nicht auf. Aber das ist mir jetzt gerade mal egal hier. Ich wollte da hinten nämlich eigentlich noch irgendwas Grünes aus der Wand holen. Da war's. War das grün? Nö, war nicht grün, ne? Doch, war hier. Das könnte ja Gold sein, wenn ich das richtig sehe. So. Nee, war wieder Kupfer. Alles klar. Und Eisen ist auch in Ordnung.
Eisen ist mir gerade persönlich auch ein bisschen wichtiger als Kupfer, muss ich sagen. Also zumindest, ich weiß nicht, ob Kupfer mehr wert ist in meinem Test, aber in Real ist Eisen auf jeden Fall das sinnvollere Material. Und super. Okay, da ist nichts mehr. Kann man hier wieder raus. Da ist überall Kohle. Alles klar. Und dann würde ich doch sagen, tschüss. So, will ich da hinten weiter gucken? Wobei ich denke, es ist langsam an der Zeit, nach Hause zu gehen. So, dann will ich hier die Kohle rausnehmen. So. Würde ich hier mal weiter rüber gehen und da so hoch. Und dann wäre das hier 4, zack. Darüber, darüber. Okay. Das sieht ziemlich Ende Gelände aus. Das sieht wirklich ziemlich Ende Gelände aus. Das heißt, an der Stelle können wir jetzt eigentlich mal wirklich von hinten nach vorne aufräumen. Und sagen. Ah, da drüben. Da oben noch was? Nö, sieht nicht so aus. Gut, dann kann man dich wegmachen. Dich und dich. Und das war's auch schon. Für den Rest müssten wir wiederkommen. Okay. Dann würde ich vielleicht jetzt mal gerne ein bisschen wieder essen. Und uns versuchen, auf den Heimweg zu begeben, sofern wir den denn noch finden. Im Zweifel natürlich den Dingern folgen. Den Fackeln. Aber wie gesagt, es kann gut sein, dass wir uns jetzt tierisch verlaufen und nicht mehr nach Hause finden. Da hinten war der Schleim, der Matsch. Oh Gott. Oh, die spawnen. Weil ich hier jetzt natürlich noch mit der Schaufel. Also das können wir jetzt natürlich noch machen. Dass wir quasi versuchen einzusammeln, was wir einsammeln können. Wow. Genau das meinte ich. Genau das meinte ich vorher mit. Ich wäre gerne vorsichtig. Was ich wo wie abarbeite. Okay, da ist sicher. Und eigentlich würde ich das hier jetzt gerne öffnen. Aber ich kann es nicht. Ich habe keine Spitzhacke.
So, Bag 1. Hauen wir dich da rein. Ich kann's nicht, ich habe keine Spitzhacke. So, dann würde ich ganz gerne hier mal sagen, 5. Und dann können wir hier hoch. Und dann würde ich hier auf dem Boden vielleicht noch eine Fackel hinhauen. Damit ich später mal, wenn ich wiederkomme, ich weiß, dass es hier runter ging. Das Ding ist halt wirklich, ich kann jetzt hier, ich könnte jetzt reinhüpfen, aber ich sehe halt nichts. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Und da würde ich mir ganz gerne eigentlich eine größere Lücke schlagen. So, und da hinten war ja auch noch so ein bisschen kritisch. Puh. So, die Frage ist, komme ich da wieder raus? Ich meine, es ist an und für sich kein Problem. Ich mache halt sowas. Aua. So. Da oben hätte ich ja auch noch lang wollen. So ist die Frage, ob ich da die Erde einsetze. Da hinten geht es ja auch noch weiter. Okay. Also, das lassen wir jetzt erstmal. Wir gehen da hier wieder zurück. Und wo wäre es da lang gegangen? Da wäre es lang gegangen. Ach, geht ja nicht. So. Da wären wir hergekommen. Da hinten ist auch noch eine Höhle. Ah, das ist ein Paradies hier. Dass ich hier halt erforschen muss. Aber wir arbeiten uns gerade eigentlich ein bisschen nach oben. Genau, das war der Spaß, den wollte ich noch einsacken. Der geht direkt auf meine Ge Gesundheit. Das heißt, meine Rüstung bringt nichts. Jetzt sollte ich die mir ablegen und mal wieder anlegen. So, aber eigentlich, wenn ich mir das jetzt so recht überlege, eigentlich ist es gar nicht so blöd, wenn ich das Ding hier lasse. So, dann machen wir hier mal eine 4 nochmal hin. Da unten kommen wir ja eh nochmal durch. So, und den Spaß würde ich ja ganz gerne behalten. So, dann machen wir das doch mal so. Lass mir hier sagen, du kommst weg und du kommst weg. Und dann kann ich dich als Schaufel nochmal nehmen. Dann kann ich dir sagen, du kommst weg und du kommst weg. Und dann kann ich zu dir sagen, fluff. Und fluff. Und fluff. Genau. So, dann hätte ich hier einen Aufstieg und dann könnte ich da die Kohle aus dem Wald holen. Da oben ist ja wieder zappenduster. Das heißt, ich käme ursprünglich von da hinten. Dieses Loch da erinnere ich mich. Und dann müsste ich darüber gehen.
da nicht, sondern da lang und da lang. Und da ist die Treppe in dieses Höhlensystem.